Was geht, Corey hier, und heute möchte ich euch fragen, warum macht ihr euch Sorgen? Da draußen passiert gerade so viel. Ukraine-Krieg, Corona, Krankheiten, Erdbeben und sonstige Sachen passieren da draußen. Und so viele Christen haben Angst und machen sich Sorgen. Wobei ich mir denke, hey, warte mal. Sagt die Bibel nicht, genau das wird passieren? Es wird Kriege geben, Krankheiten und Erdbeben. Ich möchte dieses Video heute machen, um euch zu sagen, hey, das muss passieren, was jetzt gerade passiert. Und auf der anderen Seite möchte ich auch trösten mit ein paar Bibelstellen, damit wir in dieser Zeit, wo uns doch Sorgen und Ängste aufkommen, trotzdem im Gebet zu Gott kommen können und getröstet werden können. Ja, ich habe ein neues Setting, aus dem Grund, weil mir das alles zu viel geworden ist, immer das ganze Licht und alles aufzubauen. Deshalb versuche ich es ein bisschen simpler zu halten, damit ich beim Aufbauen und Abbauen nicht so viel Zeit brauche. Außerdem habe ich mir gedacht, die Qualität des Videos ist nicht so wichtig wie die Message, die ich euch weitergeben möchte. Aber ja, wie gesagt, wieso macht ihr euch Sorgen? Sollen wir das nicht eigentlich alles erwarten? Können wir uns nicht sogar freuen? In Lukas 21 spricht Jesus von dieser Endzeit. In Vers 8 heißt es, viele werden im Namen Jesu kommen und sagen, ich bin's, ich bin der wiedergekommen ist. Hört sich ein bisschen so an wie Manhi Lee, der auch sagt, komm, ich bin der Zweite, das Zweite kommen Jesus. Dazu mache ich gerade übrigens auch noch ein Video, weil ich gerade mit denen in Kontakt gekommen bin und einfach meine Erfahrungen teilen wollte. Und in Vers 9 sagt er, von Kriegen und Empörung werden wir hören. Aber er sagt auch, dies muss geschehen und das ist erst der Anfang. In 10 sagt er, es werden sich Nationen gegen Nationen erheben. Weiter heißt es, es werden Erdbeben und Hungersnöte und Seuche und so weiter geben. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen heutzutage und schon immer so viele Beispiele für diese kommenden Zeichen gegeben hat. Das passiert schon so lange, es ist nichts Neues heute. Und das heißt, wenn diese Dinge passieren, können wir unsere Augen auf die Erlösung richten. Wir können uns freuen, dass bald alles vorbei ist. Und weiterhin zeigt Jesus uns Gleichnisse und zeigt einfach, an welchen Punkten wir erkennen können. Und er warnt uns auch gleichzeitig noch in 34 und da sagt er, hütet euch vor, also passt auf oder haltet die Augen offen für diese Zeichen, damit die Endzeit oder das Wiederkommen Jesu nicht plötzlich passiert, sondern dass wir vorbereitet sind. Und genau das sollten wir sein. Wir sollten vorbereitet sein auf das, was gerade alles passiert. Es sollte nichts Besonderes für uns sein, dass das gerade passiert, weil wir wissen doch, Jesus hat uns doch gesagt, was passieren wird. Aber Corey, das tröstet uns null, nur weil wir wissen, was kommt. Und dazu sage ich natürlich ja. Es tröstet nicht, es zu wissen. Aber was tröstet, das ist Gott selber. Denn heißt es nicht im 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Aber es geht natürlich nicht nur um diese Furcht, weil irgendwo braucht man ja Furcht. Das ist ja so ein Schutzmechanismus des Körpers. Aber diese Sorgen ist das Schlimme. Die Sorgen, die einen kaputt machen. Weil Philipper 4, Vers 6 sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern in allem im Gebet sein. Denn der Geist Gottes, der über alle Logik ist, der wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Psalm 23 ist doch der bekannte Psalm, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird's an nichts mangeln. Gott wird uns versorgen, auch wenn unser Fleisch zerfetzt wird und stirbt und krank wird, uns wird es an nichts mangeln, weil letztendlich wird unser Geist bei Gott sein und im Frieden leben. Und 4 sagt, auch wenn ich durch dunkle Täler wandel, fürchte ich kein Unglück, denn du Herr bist bei mir. Denn du schenkst mir Trost und Schutz. Oder Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten ist, der kann bei ihm, der Allmächtige, Ruhe finden. Fürchte dich nicht, er bewahrt dich vor Gefahr und Krankheiten. Was kann dir schon passieren? Dein Fleisch vergeht, aber dein Geist besteht. Epheser 3, 20 sagt es, Gott wird uns so viel mehr geben, als wir uns vorstellen können.
Lukas 12, 22 sagt auch wieder in einem bisschen anderen Kontext, aber er sagt auch, sorgt euch nicht um das, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt. Gott versorgt uns. Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, Gott stärkt dich, er hilft dir. Johannes 14, 1, euer Herz erschrecke nicht. Also nimm dir diese Zusprüche und diese Versprechen zu Herzen. Sag sie dir immer und immer wieder. Lerne sie sogar auswendig, weil dann wirst du beruhigt sein, auch wenn alles um dich herum irgendwann endet. Außerdem, was auch noch hilft, ist, dich auf das Wichtige zu konzentrieren. Einer meiner Lieblingsverse ist Matthäus 6,33, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Weil wenn wir auf das Wichtige, auf das Ziel fokussiert sind, dann wird alles andere nicht mehr so wichtig und dramatisch sein. Und weiter heißt es dann, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn jeder einzelne Tag hat schon genug Herausforderungen. Das hilft mir persönlich, meinen Alltag, mein Leben extrem entspannt zu leben. Ohne Ängste und Sorgen, auch wenn ich genug Gründe hätte. Meine Frau ist gerade in Moldawien und hilft an der Grenze den ganzen Flüchtlingen. Und ich denke mir so, sie ist so weit weg, so nah an dem Kriegsgebiet. Aber ich denke mir nur, ich sehe das große Bild. Sie hilft den Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann denke ich mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil sie so viel dort erleben wird. Und Tod ist für mich nicht das Ende. Die einzige Sorge, die ich habe in meinem Leben, ist, dass die, die mir nahestehen, nie Jesus annehmen werden. Aber ich weiß, es ist häufig anders, im Sturm, im Gefecht. Da kann es mal sein, dass Sorgen und Ängste hochkommen. Aber dazu sage ich auch nur 1. Petrus 5, Vers 7. Werft eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt sich um euch. Und damit möchte ich heute beenden. Ich hoffe, das Video ist diesmal rund geworden und verständlich. Falls ihr Sorgen und Ängste habt und ich dafür beten soll, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und zu kommentieren, damit diese Message verbreitet wird. Aber bis dahin, wir sehen uns bald wieder. Corey hier. Ihr da. Alles klar.